Hallo zusammen, wir sind am Rhein, es ist Februar, es sind fast 20 Grad, unglaublich, aber wahr, es ist eigentlich immer noch Winter. Ich will mein Tackle ein bisschen aufräumen, ich will noch ein, zwei Routen binden, werde schnell Grundmontagen binden an meine Routen und werde euch noch kurz zeigen, wie man eine Posenmontage macht. Ganz einfache Montagen, die ihr jeden Tag eigentlich gebrauchen könnt, wenn ihr Friedfisch angeln könnt und wollt. Also in dem Fall geht's gleich los und bis gleich. Kommen wir zu unserer nächsten Montage, Posenmontage. Ich brauche dafür einen Stopper. Ich verwende meistens diese Fadenstopper. Die sind aus meiner Sicht besser als die Gummistopper. Manch einer mag lieber die Gummistopper. Ich habe favorisiert die. Gehen leichter durch die Ringe. Dann habe ich wieder einen Wirbel mit meinem Hänger. Kann man einfach den Haken wechseln. Ich habe einen Haken, ein Wurmhaken, Aalhaken mit einer 030er monofilen Schnur. Die sind schon fix fertig gebunden. Ich habe eine kleine Gummiperle und ein bisschen Blei, wo ich ja nachher möglichst die Pose gut auslote. Das ist einmal 5 Gramm, 5,5, 6, 7, 7,5, 7, 7,5 Gramm, irgendwie sowas im Dreh. So, jetzt fange ich an. Ich fädel den Stopper auf. Die kommen in der Regel schon so schön aus dem Röhrchen. Lässt sich einfach die Hauptschnur durchfädeln. Ich habe dann eine monofile Schnur, Hauptschnur 030er. Hopp, so ziehe ich ihn drauf. Mache ein bisschen feucht. Ziehe ihn fest. So, dass er fest ist, das Ganze auch stoppt. Dann schneide ich die Enden ein bisschen ab. So, dass ich es immer noch mal ein bisschen nachziehen kann, falls er locker wird. Hopp, hab ich. Als nächstes kommt die Pose drauf. Habe ich eine 8 Gramm Pose. Zum Aalangeln verwende ich meistens 6 bis 8 Gramm. Habe ich. Zum Zanderangeln verwende ich hier eine etwas größere, so 10, 12, 8, 10, 12 Gramm. Als nächstes kommt mal so eine ein Blei, das sind 5 Gramm. So, das Boot ist weg, wir haben wieder Ruhe. Wo waren wir stehen geblieben? Blei haben wir drauf, Pose haben wir drauf. Stopper haben wir drauf. Als nächstes kommt die Gummiperle, um den Knoten zu schützen. Füllen auch auf. Dann unseren Wirbel. Und den so rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achtmal rum, dann wieder unten durch, vorsichtig anziehen, ja, komm, anziehen, ja. Das zieht sich dann so schön zusammen, mach jetzt noch einen einfachen Hausfrauenknoten in den Ende rein.
kann man, muss man nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Hopp. Das überstehende Knipsen ab. Dann hängen wir unseren Haken ein. Hopp. So, haben wir es auseinander. Jetzt machen wir noch das Blei drauf. Vorsichtig von ein bisschen andrücken, so dass wir die Schnur nicht beschädigen. Dass es fest ist. Ein, zwei Kügelchen, dann sieht man auch schön, wenn der Fisch das Pose vom Boden anhebt, also den Köder vom Boden anhebt. Die Pose kommt dann raus. So. Hopp. Haben wir. Jetzt gehen wir das Ganze noch ganz schnell prüfen, ob es am Wasser verhebt oder ob wir zu viel Blei reingemacht haben. Ab ans Wasser. Da sind wir. Schön rein. Hoch rein. Schönes Wetter heute. 14 Grad. Jetzt. Unsere Pose mit dem Blei und dem Haken. Stopper. Den können wir noch ein bisschen höher machen. Einfach mal so. Hopp. Haben wir. Und da schwimmt sie. Ein bisschen knapp. Könnte man eins ein bisschen kleiner ran machen. Tauscht das obere vielleicht noch aus. Durch eins. Was ein bisschen leichter ist. Zurück. Nicht die Schnur beschädigen. Blei weg. Bisschen kleiner. Ab. Zusammendrücken, vorsichtig zusammendrücken. Ja, da haben wir's. So, da schwimmt's doch schön. Perfekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und über ein Like oder ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche euch, bis dann, der Wulle, reingehauen.